Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum Resident Evil 1 Director's Cut. Und ja, genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und hatten uns ja um die Schlange nochmal gekümmert, ganz genau. Und genau, wir hatten das Herrenhaus weiter durchforstet und ja, komplett eigentlich fast, ne? Da ist ein Loch drin, ja, ich weiß. Wir hatten das Herrenhaus komplett durchforstet, außer diesen Bereich da hinten noch. Wo wir uns jetzt gerade fragen, wie wir da rauskommen, ne? Und ja, da gibt's noch diesen einen Bereich und diesen einen Raum. Ne, in dem komischen, großen, grünen Raum, wo wir da letztes Mal waren. Beziehungsweise vor 5, 6 Folgen. Aber, ja, ich glaube, diesen Raum sehen wir in diesem Display nicht mehr. Okay, liebe Leute, wir haben gegen die Schlange gekämpft. Wir haben jetzt dieses Loch hier. Barry hat uns letztes Mal da reingeschmissen, genau. Hat uns dann wieder rausgeholt. Alles gut, Barry. Und dann würde ich sagen, da ist ein Seil. Willst du runter? Ja. Oh Gott, Leute. Ich habe schon echt Respekt vor dem, was jetzt hier kommt. So, schaut mal da, Leute. Da ist ein Grabstein. Full Metal Prison. Oder besteht da Prison? Ja, Prison. 61993. 1994. Mhm. Da ist ein Schalter drunter. Willst du ihn betätigen? Ja, klar. Ich hatte jetzt gedacht, dass hier der Name George Trevor steht. Vielleicht ist es nur im Remake so. Jedenfalls, da ist eine Leiter. Liebe Leute, da ist eine Leiter. Und da würde ich sagen, gehen wir runter. Jetzt wird's heftig. Jetzt wird es so heftig. Oh mein Gott. Hört euch diese Mucke an, ey. Och, mit einem Grund, warum ich die Version gewechselt habe. Wegen dieser Musik. Zombies! Hallo, Kollege. Ja, komm, schieß den kaputt da, los. Alter, nein! Oh, Gottes Willen. Kommt der da von der Seite angeschissen? Du bist zu nah dran. Schieß ihn kaputt. Boah, Gott sei Dank. Wir sind gelb. Wir haben aber eine Vollheilung. So. Oh, diese Musik, ey. B1. Das heißt, hier rechts, da ist nur ein leerer Gang. Hört euch diese Musik an, ey. Die peitscht einen auf hier. Da trifft es auch noch, oh Gott. Da trifft es auch noch, dass ich hier... Alter, krieg ich mal schon Schiss bei. Dass ich hier spiele, tatsächlich im Dunkeln spiele. Freitagabend, 10:30. Oh mein Gott. Gut. Richtig krasser Bereich hier, ey. Boah, diese Mucke. Oh Gott. Alter, was ist denn hier los? Was haben wir hier? Ach du Scheiße. Schau euch das an. Zwei Zombies. Wie sie gemütlich einen anderen Zombie fressen. Oh mein Gott. Naja, Leute, ich glaube, ich lasse die erstmal in Ruhe. Oder? Ja, da ist sowieso... Kriege ich da irgendwas, wenn ich die platt mache? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Ich lasse die mal fressen. Ich lasse die einfach mal fressen. Den haben wir zugemacht. Was haben wir hier? Ja, Leute, vor diesem Bereich hatte ich echt Schiss gehabt. Aber bis jetzt waren ja hier nur Zombies. Okay. Küche. Eine geheime Küche hier. Es ist verstaubt. Sie wurde schon lange nicht mehr benutzt. Okay. Ach, diese Musik, ey. Dunkles Blut klebt da dran. Was haben sie hier gekocht? Ach du Scheiße. Ein Ofen.
Es ist heftig verrostet und er scheint, er funktioniert nicht mehr. Was? Och nö. Was kommt jetzt? Was ist das? Ist das jetzt ein Hunter oder ist das ein Zombie? Oder was ganz anderes? Es ist... Oh Gott, es ist ein Zombie. Ach, okay, ich dachte schon. Ha, lad nach. Ach, verdammt, ich muss immer die Animation abwarten. So, geh weg. Ach, gucken wir uns nochmal die gruselige Küche hier an, wo überall Blut dran hängt und alles. Ach, Gottes Willen. Ein Gefrierschrank. Er wurde lange nicht mehr benutzt. Das ist schon atmosphärisch echt geil hier, ey. Boah. Hier gibt es kein fließend Wasser. Ein Gas... Eine Gaskochstelle. Das Gas ist nicht angeschlossen. Okay, Leute. Boah, ist das Atmosphäre jetzt gerade. So, hier ist noch ein Zombie. Ah! Oh Gott. Tritt ihm den Kopf weg. Habt ihr es mal gesehen, Leute? Den Kopf wegdrehen. Kopf wegdrehen. Trick hier. Haha, geil. Das wäre jetzt aber nicht umsonst, oder? Nee, hier ist ein Fahrstuhl. Hier ist ein Fahrstuhl. Den lasse ich aber erstmal Fahrstuhl sein. Ich möchte gerne gucken. Oh, ich möchte raus aus diesem Bereich hier. Ich werd nervös. Oh. So. Danke. Diese Drecksmusik, ey. Ich weiß nicht, ob ich die beiden Zombies dann noch platt machen soll. Wo sind wir denn hier überhaupt, ey? Ich habe hier gar keine Übersicht. Ja, gut, okay. Ich glaube, das sollte klar gehen, wenn ich die jetzt erleben lasse. Wir kommen wieder hoch. Und? Ha, schaut mal, wo wir sind. Wir haben uns eine Abkürzung geschaffen. Ganz genau. Wir haben nämlich hier diesen Aufzug. Und wir können hier die Tür endlich öffnen, so, damit wir endlich hier raus können. Aber ich vermisse da noch irgendwas. Wartet mal. Map. Mach mal bitte B1 nochmal. Da war ich doch noch irgendwo noch nicht, oder? Wartet mal. Da muss ich leider nochmal runter. Oder? Gibt's hier nicht noch eine Treppe? So, der Aufzug. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir den nicht benutzen. Oh Gott, ich muss nochmal in den Bereich hier mit der Mucke. Okay. Oh Gott. Ich muss gucken, ob diese beiden Zombies da nicht doch irgendwas verstecken. Das ist das Problem. Oh um Gottes Willen. Okay, noch einmal ganz kurz Anspannung. Hier, oh Gott. Oh, da sind die beiden. Ich weiß es halt nicht. Ich werde jetzt drauf schießen. Verdammt. Die sind nicht tot mit einem Schuss. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr, Leute. Ah, da ist ein Kraut, das sehe ich. Dann mach den anderen bitte jetzt aber mit der Pistole platt, Jill. Das ist auf jeden Fall Kraut. Ah, schieß ihn kaputt. Alter. Boah, Gott. Ist der tot? Der ist nicht tot. Komm, steh auf und schieß ihn kaputt, Jill. Ah, Gott sei Dank. Dieser Bereich. Schaut mal. Der Zombie. Ah, nee, okay. Alles klar. Ah, die haben uns diese Kräuter hier überbracht. Okay. Dann verstehe ich das jetzt, Leute. Sehr gut. Dann haben wir uns nämlich zwei Kräuter besorgt. Das eine werde ich davon jetzt definitiv auch nutzen. Benutzen. Sehr schön. Und dann können wir hier nochmal nachladen.
Genau wie die Knarre auch. Nein, 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 da wollte ich gar nicht. Die habe ich schon mal angeguckt. Ja, die Mucke hier, die macht mich ganz schön rattelig. Aber ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Das war's tatsächlich jetzt mit dem Kellerbereich. Aber wartet mal. Den ganzen Kellerbereich ohne ein Schlüssel-Item. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, Leute. Wartet mal. Hier muss doch irgendwo noch was liegen. Ja, die Mucke kann jetzt abgehen. Ist mir kackegal. ja, hier muss doch irgendwo was sein. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Nicht, dass ich hier irgendwo ein Schlüssel-Item übersehen habe. Nö. Nicht nicht wirklich. Ich habe gerade keine Ahnung. Scheiße. Ja gut, aber wartet mal. Wir haben ja jetzt einen Passcode. Ne? Wir haben in der letzten Folge einen Passcode bekommen. Und mit diesem Passcode... Ich dachte schon, da lag was. Mit diesem Passcode könnten wir jetzt eigentlich oben in die Tür rein. Aber es gab da, glaube ich, noch einen anderen Eingang. Leute, lass mich nicht lügen. Es gab da, glaube ich, noch einen anderen Eingang und irgendwo hier... Ich bin mir halt unsicher, ne? Ob da jetzt wirklich hier nur dieser Aufzug ist. Aber dann werde ich ihn halt gleich mal benutzen. So. Was hier? Gibt's hier noch irgendwas für dich? Nimmst du irgendwas da raus? Nein? Okay. Gut, Jill. Dann gibt's hier nichts mehr, scheinbar. Dann war dieser Bereich quasi nur dafür da, um den Aufzug hier freizuschalten. Okay. Wo fährst du denn jetzt automatisch hier hin, hä? Aber cool, dass das Herrenhaus einen Aufzug hat, finde ich krass. Na gut. Jetzt kommen wir wahrscheinlich nur da raus, ne? Alter, was ist... Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Natürlich steht der... Wollte er mich wieder verarschen hier. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach, da oben sind wir jetzt. Schaut mal. Tatsächlich. Wir sind in dem Bereich, wo wir noch nicht rein konnten. Alles klar. Ja, Leute, cool. Das heißt, wir können hier wieder einen auf Herrenhaus-Action machen. Alter, boah, okay. Ich dachte, das wäre ein Hunter. Ganz ehrlich. Ach, schieß doch nach unten. So, und abwarten und kaputt. Ja, so geht die Muni auch flöten. Aber gut, dafür ist er da. Ja. Gut, liebe Leute. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Resident Evil 1. Wie war jetzt hier das Herrenhaus? Wirklich jetzt das letzte Arsenal nochmal das Herrenhaus erkunden? Ah, schaut mal. Cool. Dieser Bereich kommt mir auch verdammt bekannt vor. Genau, Leute, ein Raum. Das hier wurde lange nicht mehr benutzt und ist staubig. Genau diese Wucke hier, ey. Ach, herrlich. Ja. Liebe Leute, ihr fragt euch bestimmt, was passiert, wenn wir das Herrenhaus verlassen. Ich kann es euch sagen. Alter! Wow! Ich kann es euch sagen, das wird anstrengend. Kann ich euch jetzt schon sagen. Jill, triffst du den da? Du triffst den. Ja, sehr gut. Wo kommt der denn auf einmal her, der Sack, ey? Wollen die mich einen hier echt verarschen? Auch so eine... Was so eine unheilvolle Musik hier, ey. So, was ist das? Das ist ein Buch. Ein Scrapbook, also ein Tagebuch oder sowas. Raccoon Times, 27. Mai 1998. Attacke durch Tiere. Frau verstümmelt. Ach du Scheiße. 20. Mai, gegen 10 Uhr abends...
wurde der Körper einer 20-jährigen jungen Frau gefunden, von einem Zivilisten, der die linke Bank von dem Marble-Fluss im Cider District von Raccoon City dahergegangen ist. Okay. Die Polizei von Raccoon nimmt an, dass es sich um einen Grizzly oder ein anderes Tier handelt, weil es Zahnabdrücke entlang ihrer verstümmelten Arme und des linken Arme gibt und der linke Fuß show considerable power. Der linke Fuß ist auch kaputt. Da sie einen Wanderschuh an ihrem noch übrig gebliebenen Fuß trug, wurde dieser attackiert und ist in den Fluss gefallen. Was? Habe ich das richtig verstanden? In den Arklay Mountains, also hier. Okay, krass. Sie geben sich Mühe, die Frau zu identifizieren. Raccoon Weekly, 16. Juni 98. Monster in den Arklay-Bergen? Manche Menschen behaupten, dass sie Monster in den Arklay-Bergen gesehen haben. Diese Monster sind wahrscheinlich genauso groß wie große Hunde und bewegen sich normalerweise in Rudeln fort. Ja, die kennen wir schon, die Hunde. Das hört sich zwar so an, als wären es nur Wildhunde, aber diese Monster sind überraschend präzise und schwer zu beschädigen. Es wird gesagt, dass diese Hunde nicht interessiert, dass diese Hunde nicht wach werden, es sei denn, du machst sie wach. Okay. Also sollten unsere schlauen Leser sich von den Arklay-Bergen fernhalten. Okay. Aber wenn du ein Abenteuer suchst, geh nur hin. Willst du versuchen? Was? Okay. Ja, da lachen die einen, also quasi einige Hunde geschnetzelt. Die armen Hunde. Das war ehrlich. Okay. Raccoon Times. 9. Juli 98. Ein Mysterium in den Arklay-Bergen. Bergstraße gesperrt. Wegen kontinuierlichen Desastern in den Arklay-Bergen mussten die Autoritäten der Stadt die Bergstraße zu den Hügeln sperren. Okay. Zur gleichen Zeit hat die Raccoon Police, also hat die Polizei von Raccoon City, beabsichtigt, nach den verlorenen Leuten zu suchen, mit der Hilfe vom Stars Team, von den Stars Team Members, ja, also wir. Sie erwarten große Schwierigkeiten, weil die Arklay Berge sehr groß sind und der urweltliche Wald das ganze Areal abdeckt. Es sind auch Menschen, die nach wie vor Sichtungen reporten, dass es da Monster gibt. Zeitungsartikel, ja, die sich hier um alles drehen, was hier so abgeht. Die meisten von ihnen sind von Biologie und Chemie. Tatsächlich, also die Öffentlichkeit wurde hier auch informiert, dass hier irgendwas los ist hier oben. Wir sind also auf einem Berg. Okay. Und naja, so, was haben wir hier? Da ist ein beweglicher Schrank, ne? Diese Mucke, ey. Diddle, 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 diddle. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Der Schreibtisch ist verschlossen. Ah, perfekt. Shotgun Woody. Gib mir Shotgun Woody. Oder das. Noch besser. Gut, dann habe ich allerdings jetzt keinen Platz mehr frei. Das heißt, ich muss einmal mit der Shotgun schießen.
Ich weiß, ihr werdet mich dafür verprügeln. Aber ich brauche diesen Platz. Ich will jetzt nicht da zurückgehen. So. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, warum muss ich das denn hier schieben? Oder muss ich das überhaupt schieben? Nein! Scheiße, ich glaube, das war schon falsch. Oder? War das falsch jetzt schon? Ich weiß halt nicht. Ja, das war schon... Ach, verdammt. Das war schon falsch. Okay. Mal jetzt doch mal zurück zum Safe-Raum zu latschen. Das ist echt... Das ist zu weit weg. So. Dann würde ich sagen, schieben wir jetzt nochmal diesen Schrank. Wir erkunden hier tatsächlich noch die letzten Räume jetzt des Herrenhauses. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, kommen wir schon in die zweite Hälfte des Spiels. So, schieb den Schrank weg. Da ist sogar noch eine Tür. Okay, aber ich würde sagen, ich gehe erstmal hier hinten rein. Mal gucken, was wir hier haben. Ich hatte eigentlich gedacht, hier wäre gar keine Tür mehr. Ah, jetzt sind wir in dem Raum, wo ich da... Okay, viele Bücher. Das ist kaputt hier. Das wurde lange Zeit nicht benutzt. Ja, toll. Super. Ja. Liebe Leute, wir haben hier ein riesiges Bücherregal und das hier sieht verschiebbar aus. Und, ja. Die meisten sind über Chemie. Ganz genau, liebe Leute. Und was wir hier machen müssen, ist halt einfach, wir haben hier hinten eine Statue. Und wir sehen da einen Schalter, ne? Wartet mal, das war doch hier so. Genau, da ist ein Schalter. Bisschen drückt. Ja, mach mal. Schau mal da. Da ist ein Licht angegangen hier. Etwas wurde hier hingestellt. Ihr könnt es euch denken, oder? Beweglicher Schrank rechts und hier eine Statue. Ganz einfach, Leute. Wir müssen einfach die Statue hier schieben. Was? Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. Schieb die Statue rüber, Jill. So, und dann können wir hier die Statue auf diese grüne Fläche da schieben. Und zack. Geheimfach. Geheimfach, und ich sehe da ein sehr wichtiges Item. Leute. Was haben wir denn hier? Das ist eine Modiskette. Ja, liebe Leute. Modiskette. Es wird technologisierter hier in diesem Herrenhaus. Schau mal, da Doorlock System. Das scheint eine Startdiskette zu sein. Ja, ist eine Diskette, beziehungsweise CD-Diskette. Ich weiß nicht, wer von euch noch Disketten kennt, aber... Ja, von hier... Sieht halt aus wie eine CD, aber auch wie eine Diskette, ne? Gut, das Blöde ist jetzt halt... Wir haben die Modis, das ist das Wichtigste hier erstmal. Das Blöde ist jetzt halt, wir sind voll. Und, naja... Wir haben ja jetzt hier noch diese andere Tür hier vorne. Jetzt ist der Schrank schon wieder verschoben. Wer verschiebt denn das immer? Lass den da stehen! So, wir haben ja nämlich noch eine Tür. Hört auch die Musik auf. Da liegt ein Farbband. Da hinten liegt noch Muni. Okay. Da liegt noch Muni da hinten. Alles klar. Die Muni kann ich mitnehmen, das Farbband muss ich leider liegen lassen, tatsächlich. Das ist das einzige Item, was ich hier liegen lassen werde, oder? Ist das ein Farbband? Das ist ein Farbband. Werde ich nicht mitnehmen, Leute, es tut mir leid. Werde ich liegen lassen, weil ich möchte jetzt nicht zurück und dann hier wieder das Farbband holen und dann wieder zurück. Was ist das denn hier für ein Raum überhaupt, ey? Ach, da ganz oben sind wir jetzt. Aha. Okay, was haben wir denn hier? Aus dem Fenster raus. Ich kann über den Friedhof rausgucken. Oh, ein Heliport. Wow, das Bild sieht geil aus. Dort könnte ich die anderen versuchen zu erreichen. Boah, das sieht krass aus, das Bild, Leute. Ja, das ist auch unser Ziel.
Aber, naja, der Weg bis dahin wird noch sehr, sehr steinig. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, die Folge ist auch schon wieder voll. Verdammt. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.